Hallo, guten Abend und herzlich willkommen bei Spruchreif, Ihrem Talk hier bei Studio 47. Der Wahlkampf in NRW hat begonnen und das wird nicht nur sichtbar an den zahlreichen Plakaten, die hier in der Stadt hängen. Es wird mit harten Bandagen gekämpft, selbst die Bild-Zeitung titelte jüngst: NRW ist das Griechenland Deutschlands. Ist diese Behauptung richtig? Darüber spreche ich jetzt und zwar mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sarah Philipp. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, Frau Philipp, schön, dass Sie heute hier in der Sendung sind. NRW soll das Griechenland Deutschlands sein. Ja, vor allem die Schulden werden immer wieder angesprochen. Stimmt das so? Das ist ein sehr ärgerlicher Vorwurf, der ist aber wenige Wochen vor der Wahl dann auch normal. Da wird, wie Sie schon sagten, mit harten Bandagen gekämpft. Nein, es stimmt nicht. Vielleicht so ein paar Zahlen. Ja, wir haben Schulden in Nordrhein-Westfalen, das stimmt. Wir haben aber auch seit 2010, also seit Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen regiert, die Schulden um 6,8 Milliarden Euro zurückgefahren. Das ist das eine. Und das Besondere ist dieses Jahr, dass wir das erste Mal seit 1973, also das ist schon ein bisschen her, wieder einen Haushaltsüberschuss von ungefähr 220 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Also es ist noch nicht alles gut, wir müssen noch weitermachen, aber wir sind da auf einem deutlich guten, besseren Wege. Sie sind jetzt Abgeordnete im Landtag Nordrhein-Westfalen. Sie sind letztes Jahr dort eingezogen. Was sind die Themen für die? 2012. Ja, nicht letztes Jahr, ich meinte letzte Periode. Ach so, ja, Sie haben recht. Was sind die Themen, die Sie in den Wahlkampf mit reinnehmen? Ich bin Sprecherin meiner Fraktion für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung. Das heißt, das ist mein Schwerpunktthema im Landtag und das ist auch für Duisburg sehr wichtig. Es geht um den Bereich Stadtentwicklung. Wie können wir unsere Quartiere, unsere Stadtteile weiterentwickeln? Das ist ein großes Thema. Ein großes Thema ist auch die Infrastruktur. Wie sieht es aus mit unseren Straßen, mit unseren Brücken? Ein ganz großes Thema, auch oft ein ärgerliches Thema, Stichwort Stau und Baustellen. Und was auch für Duisburg wichtig ist, ist das Thema Kommunalfinanzen. Also wie können wir es als Land schaffen, die Kommunen zu unterstützen, dass sie finanziell wieder handlungsfähig sind. Und da profitiert auch Duisburg in ganz erheblichem Maße von der Unterstützung des Landes. Sie sind in Anführungsstrichen im Wahlkampfmodus. Sie sind auf sehr vielen Veranstaltungen unterwegs. Sie sind auch immer wieder an Infoständen vor Ort. Wenn Sie so mit den Bürgern hier in Duisburg ins Gespräch kommen, was sind so die Themen, die die Duisburger bewegen? Das ist sehr unterschiedlich und geht los bei sehr vielen kommunalen Themen, also was sie im Stadtteil bewegt. Ja, warum ist die Parkbank kaputt oder warum sieht die Parkanlage nicht so schön aus, wie sie vielleicht aussehen könnte? Also ja, sehr kleinräumig. Es geht aber auch um innere Sicherheit. Es geht um Polizei. Es geht auch darum, warum so viele Schlaglöcher auf den Straßen zu sehen sind. Also wirklich eine ganze Menge, wo ich als Landtagsabgeordnete ja immer sehr bemüht bin, da zu antworten. Aber es ist wirklich eine ganze Menge. Ich habe ja auch so einen kleinen Blick reingeworfen in das Programm der SPD für den Landtag. Sie haben jetzt gerade sogar ein Thema angesprochen, innere Sicherheit. Was fordert die SPD in dem Bereich? Also wir sind der Meinung, dass man das Sicherheitsgefühl erstmal dadurch stärken kann und muss, dass man die Polizeipräsenz erhöht. Also mehr Polizisten auf die Straße, das ist eine ganz klare Forderung. Die ist nicht neu, damit haben wir auch schon angefangen. Also unter Schwarz-Gelb, CDU, FDP sind, als sie das letzte Mal entscheiden durften, waren wir bei 500 Neueinstellungen bei der Polizei. Im Jahr. Genau, wir sind jetzt als Rot-Grün dieses Jahr bei 2000. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Das ist aber auch notwendig. Das hat was mit dem demografischen Wandel zu tun. Also viele Beamte scheiden aus dem Dienst aus. Das muss man zum einen ausgleichen. Und wenn man dann insgesamt noch mehr Polizei auf der Straße haben will, dann muss man das eben deutlich erhöhen. Also Steigerung von 500 auf 2000 ist das eine. Und wir haben jetzt aber auch im Wahlprogramm eine ganz klare Zahl drinstehen von 2300 Neueinstellungen. Das ist unser Ziel. Das ist auch Position zum Beispiel der Gewerkschaft der Polizei. Und ja, das wollen wir auf jeden Fall umsetzen. Aber das dauert schon seine Zeit, ne? Bis dann neue Polizisten so langsam im Job sind. Die werden ja, weiß ich, gehen zur Schule, werden ausgebildet. Genau, die brauchen 3 Jahre, bis sie ihren Abschluss haben. Das ist auch ja so einkalkuliert, das wissen wir. Aber es sind jetzt schon durch unsere erhöhten Neueinstellungen jetzt schon mehr Polizisten in Nordrhein-Westfalen auf der Straße. Aber es muss noch mehr werden. Und neben Neueinstellungen, was sind die weiteren Dinge, für die die SPD im Bereich innere Sicherheit steht? Also Personal ist das eine. Das zweite, was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist das Thema Ausstattung. Also wenn ich Polizei auf die Straße schicke, in Einsätze,
dann muss ich auch den Anspruch haben, dass die optimal ausgerüstet sind. Und das ist ein weiterer Punkt, also Stichwort Sachmittel. Und da haben wir seit 2010 rund 4 Milliarden Euro auch für ausgegeben als Land. Das ist auch eine ganze Menge. Da geht es um, ja, da geht's um die Autos, da geht es um Schutzwesten, da geht es um Waffen, um neue. Es geht aber auch zum Beispiel darum, ja, technische Ausrüstung neu einzuführen. Also wir haben jetzt hier zwei Pilotprojekte auch in Duisburg laufen. Da geht es darum, dass die Polizisten im Streifenwagen Tablets haben. Das ist jetzt gerade ganz neu eingeführt worden. Und ein sehr großes Thema jetzt auch neu ist das Thema Bodycams. Also dass die Polizisten an ihrer Ausrüstung so eine Kamera haben. Das wird jetzt gerade getestet, ob das was bringt. Und das sind solche Dinge, die auch dazugehören. Heißt das auch, wir haben jetzt zum Beispiel in Marxloh Videoüberwachung. Sind das auch so Themen, die die SPD fordert, dass so etwas ausgeweitet wird? Genau, das ist eine Maßnahme aus dem Maßnahmenpaket der Landesregierung, dass eben Videobeobachtung an sogenannten Kriminalitätsschwerpunkten eingeführt werden soll. Vorschlag hat die Polizei Duisburg gemacht. Also die haben den Ort vorgeschlagen, sind vom Land aufgefordert worden, Vorschläge zu machen. Und da ist dann eben Marxloh genannt worden. Auch das muss man ausprobieren. Also ich bin der Meinung, es hat abschreckende Wirkung. Und wenn es abschreckende Wirkung hat, dann ist das schon mal eine sehr gute Sache. Und das Zweite ist eben, dass in unmittelbarer Nähe dann auch Polizei ist. Und wenn dann eben dort, wo die Kamera ist, was passiert, dass dann auch sehr schnell vor Ort eingegriffen werden kann. Ein anderes großes Thema im Wahlkampf ist das Thema Bildung. Was sind da die Forderungen der SPD? Also wir haben da eine ganz klare Forderung, die man in einem Satz gut darstellen kann. Das ist kostenfreie, gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni. Und da haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu allen anderen Parteien. Und das ist sicherlich eine ganz wichtige Forderung. Einmal zu sagen, wir haben Studiengebühren abgeschafft 2010 und die bleiben auch abgeschafft. Das ist für uns unverhandelbar, weil es einfach ungerecht ist. Ich selbst musste unter Schwarz-Gelb studieren, bin dann noch so gerade eben drum herum gekommen. Aber deswegen weiß ich, das ist schon eine große Belastung. Das ist das eine. Und dann wollen wir die Kita-Gebühren komplett abschaffen. Wir haben jetzt schon das letzte Kita-Jahr gebührenfrei gemacht und wollen das auch auf alle drei ausweiten. Und wer wird die Zeche zahlen, wenn die Städte und Kommunen hinterher dann das Geld selber in die Kitas reinschießen müssen? Oder wird es da vom Land Zuschüsse geben? Ja, das muss vom Land kommen. Das grundsätzlich, wie Finanzen geregelt sind, das ist eine sehr komplizierte Sache. Aber wenn wir als Land die Forderung haben und als SPD in Nordrhein-Westfalen den Anspruch haben, dass das gebührenfrei sein soll, dann muss man da Geld für in die Hand nehmen. Das wissen wir und das ist auch so vorgesehen und eingeplant. Jetzt haben wir über Kita gesprochen, wir haben über Uni so ein bisschen gesprochen. Was ist mit Schule? Was soll da passieren? Ja, Schule ist ganz wichtig und zwar unter zwei Aspekten. Einmal muss die Hülle stimmen, also auch die Gebäude müssen in den Zustand gebracht werden, dass man in der Schule auch gut lernen kann. Das ist eigentlich ein Ding, das dem bis dato noch nicht so war. Das ist richtig, genau. Für die Schulgebäude sind die Kommunen zuständig. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist in Duisburg so, aber auch in vielen anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen haben kein Geld gehabt, lange Jahre, um eben die Gebäude in Schuss zu setzen, instand zu halten. Da gehen wir jetzt dran. Also Stichwort Gute Schule 2020. Wir geben als Land 2 Milliarden Euro, das ist nicht gerade wenig, für die Schulen aus. Davon bekommt Duisburg ungefähr 86 Millionen Euro für Schultoiletten, für Fachräume, damit das alles auch so ist, dass die Schüler auch ja, in einer guten Atmosphäre zur Schule gehen können. So, jetzt haben wir Kita, wir haben Schule, gehen wir trotzdem nochmal zur Uni. Unsere Uni steht ja im Ranking eigentlich ganz gut da. Mhm. Was gibt es da denn trotzdem an Zuschüssen, was von Länderseite getan wird? Das Land gibt viel Geld aus für Forschung und Lehre. Auch da haben wir den Etat gesteigert, weil uns das wichtig ist. Wir haben ja auch steigende Studierendenzahlen. Das ist in Nordrhein-Westfalen eine schöne Sache, dass immer mehr Leute den Weg zur Uni finden können. Das ist gut. Und dann muss man aber eben auch dafür sorgen, dass da die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist in Duisburg gut. Wir haben viele Fachbereiche, die ja auch international mithalten können. Ich glaube, das größere Problem ist jetzt für uns als Duisburger noch dahin zu kommen, dass die Uni auch in der Stadt einfach mehr wahrgenommen wird und die Leute auch wissen, wir haben hier eine ganz tolle Uni vor unserer Haustür und da kann man sich drüber freuen. Aber ich glaube, das Problem ist dann da, dass es eher eine Pendleruni ist. Die Studenten studieren und fahren dann nach Hause und daher haben wir vielleicht gar nicht die Kultur so, oder?
Genau, das ist ein Problem, wenn man morgens hinkommt und dann abends oder nachmittags wieder zurückfährt, dann baut man nicht so eine Beziehung zur Uni und zur Stadt auf. Ich fände es schön, wenn mehr Studenten, Studierende auch in Duisburg wohnen könnten. Wir haben hier noch einen relativ entspannten Wohnungsmarkt für Studierende, jetzt im Vergleich zu Aachen, Münster oder Köln. Von daher die herzliche Einladung an die Studierenden, gerne auch hier zu wohnen. Und wo sicherlich auch noch Luft nach oben ist, das wissen in der Stadt, glaube ich, auch alle, ist so Kneipenkultur, Abendangebot. Ich glaube, das ist noch ausbaufähig in Duisburg. Was sich an der Uni sehr positiv tut, ist auf dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs in Wedau. Da soll sich ja die Universität erweitern und auch Platz für Neuansiedlungen, gerade aus dem universitären Bereich sein. Wird das auch bezuschusst von Seiten des Landes? Also wir sind, das Land ist dabei und hilft damit, die Fläche zu entwickeln. Da geht es ja einmal um ein Wohngebiet, das ist übrigens das größte Wohngebiet in Nordrhein-Westfalen, was da entstehen soll. Genau. Und dann Richtung Norden, also Richtung Neudorf, die Fläche soll für Gewerbe genutzt werden. Und ja, da spielt dann eben auch das Land eine Rolle, bei der ganzen Planung mitzuhelfen. Die Fläche muss ja auch erstmal in den Zustand gebracht werden, dass da überhaupt was hingebaut werden kann. Und dann wird natürlich auch die Wissenschaftsministerin dafür sorgen und mit unterstützen, dass dann Uni sich da auch ansiedeln kann. Das wäre natürlich schon sehr wünschenswert. Jetzt habe ich doch tatsächlich eben bei der Schule ein Stichwort vergessen. Gut, dass ich hier meinen Spickzettel habe. Ja, irgendwie wollen nicht viele Lehrer zu uns nach Duisburg. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile sogar ein bekanntes Problem. Wird denn da von Seiten der Landesregierung auch was gemacht, dass wieder mehr Lehrer hier Richtung Duisburg kommen? Ja, das ist in der Tat ein großes Problem, weil wir haben als Land Nordrhein-Westfalen sehr viele neue Stellen geschaffen für Lehrer. Das ist erstmal gut, aber die kommen nicht überall hier in Duisburg an und das ist dann schon ein Problem. Wir merken einfach, dass Schulen, gerade wenn sie in vermeintlichen Problemstadtteilen sind, das ist nicht nur in Duisburg so, auch in anderen Städten, dass es einfach nicht so reizvoll ist, für Lehrer dahin zu gehen. Der Arbeitsmarkt für Lehrer ist im Moment gerade so, dass sie sich aussuchen können, wo sie sich bewerben, wo sie hingehen. Und da muss man Möglichkeiten finden, dass dann eben auch diese Schulen, die vielleicht nicht so attraktiv sind, dass die auch Lehrer bekommen. Das geht über zwei Möglichkeiten. Einmal, dass das Land wieder direkt zuweist. Die gab's Lehrer, das mal? Das gab es mal, genau. Das ist eine Variante, das wieder einzuführen. Das ist sicherlich gut. Das Zweite ist auch, das muss man prüfen, haben wir im Wahlprogramm drinstehen, mit einer Art Prämie zu arbeiten. Also dass derjenige, der sagt, ich gehe an eine Schule mit vermeintlich anderen, größeren Herausforderungen, dass er auch anders bezahlt wird. Für was wird sich später den Landtag möglicherweise entscheiden? Prämie oder Zwang? Aber das müssen wir mal sehen. Ich glaube, kurzfristig und vermeintlich, ich bin jetzt keine Schulpolitikerin, aber ich würde mal vermuten, einfacher einzuführen ist, dass man wieder zu dieser Zuweisung zurückkommt. Frau Philipp, ich will gleich im zweiten Teil über das Städtebauliche mit Ihnen sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir mal kurz ab in die Werbung. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum zweiten Teil von Spruchreif. Wir sind mitten im Wahlkampf und haben daher die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp bei uns zu Gast. Frau Philipp, wir haben eben so einiges über das Thema Bildung, über innere Sicherheit erfahren, wofür die SPD steht. Ein anderes großes Thema von Ihnen ist eben die Städtebauförderung, da Sie ja auch da vom Landtag her die Sprecherin sind für die SPD. Wofür steht die SPD bei dem Thema Städtebauförderung oder Städteförderung? Also unser Thema ist Heimat vor der Haustür, Heimat im Quartier. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass wir dadurch, dass wir investieren in öffentlichen Raum, dass die Leute sehr lange in ihrem Wohnumfeld wohnen bleiben können und dass sie sich auch wohl und sicher fühlen. Also es geht um Aufenthaltsqualität, es geht um die städtebaulich ansehnliche Entwicklung von Stadtteilen und da profitiert dann Duisburg auch in ganz erheblichem Maße von dieser landesweiten Städtebauförderung. Könnte denn eine Stadt wie Duisburg ohne derartige Förderung auskommen, um sich selbst zu entwickeln? Na, das ist schon schwierig. Also da fließt so viel Geld vom Land, vom Bund auch Richtung Duisburg, dass es ganz ohne Unterstützung eigentlich im Moment nicht möglich wäre. Nee, würde ich nicht sagen. Förderungstopf von Seiten der Landesregierung ist der Stärkungspakt Stadtfinanzen, wo ja auch unsere Stadt von profitiert. Worum geht's da und warum ist das für unsere Stadt so wichtig? Also das ist auch ein großes Ziel gewesen ab 2010, seit Regierungsübernahme, die Kommunen zu unterstützen von Seiten des Landes.
Wir haben 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen und viele davon sind in ähnlich schlechter Lage wie Duisburg, was den kommunalen Haushalt angeht. Und das führt dazu, dass die Stadt einfach nicht mehr eigenständig handeln kann, kein Geld mehr in die Hand nehmen kann. Und dann hat man solche Entwicklungen wie geschlossene Schwimmbäder, eine Aufenthaltsqualität, die zu wünschen übrig lässt. Und das muss man natürlich irgendwie verhindern. Deswegen hat das Land gesagt, wir geben den Kommunen Geld, damit sie die Möglichkeit haben, ja, wieder zu atmen, um es jetzt mal so auszudrücken. Handlungsfähig zu werden. Und dafür müssen sie aber bestimmte Kriterien, bestimmte Regeln auch einhalten. Das heißt nämlich für unsere Stadt, dass der Haushalt mittlerweile ausgeglichen sein muss, was zum zweiten Mal in Folge passiert ist. Genau. Aber die Zuschüsse werden jetzt mit jedem Jahr geringer und laufen irgendwann tatsächlich auch aus. Genau, das ist ja bei so einem Förderprogramm, finde ich, auch richtig, dass man sagt, okay, ihr bekommt jetzt für einen bestimmten Zeitraum diese Unterstützung. Sie haben es ja gesagt, das sieht man ja in Duisburg, dass es erfolgreich gewesen ist. Und, aber es wird ja jetzt immer weniger. Jetzt so langsam kommen die spannenden Jahre. Ja, das stimmt. Aber wenn man da jetzt schon diese Sachen auf die Bahn gebracht hat, dann sind die ja auch im Rathaus mit einer gewissen Weitsicht auch dabei, die nächsten Jahre zu planen. Das kommt ja jetzt nicht überraschend, darauf kann man sich einstellen. So ein Haushalt, so eine Finanzentwicklung, die ist immer mit ein paar Unbekannten auch ausgestattet. Stichwort wirtschaftliche Entwicklung, Zinsniveau, was auch immer. Aber da ist Duisburg auf jeden Fall mit vielen anderen Kommunen durch die Hilfe des Landes auf einem sehr guten Weg. Dann hat es gerade erst 23 Millionen auch für Stadtentwicklungen gegeben, die hier nach Duisburg fließen. Mhm. Wofür ist dieses Geld? Also das hat mich ganz besonders gefreut, weil keine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen bekommt mehr Fördermittel aus diesem Topf als Duisburg. Das hat mich natürlich als Duisburger Abgeordnete sehr gefreut. Da geht es auch darum, viele Projekte der Stadtentwicklung für die nächsten Jahre zu unterstützen. Was man kennt, was so die bekanntesten Projekte sind, sicherlich der Bahnhofsvorplatz, das zu Ende zu bringen. Da passiert ja gerade eine ganze Menge. Auch der Umbau, die Umgestaltung der Friedrich-Wilhelm-Straße, das steht jetzt an. Das ist das nächste große Projekt. Die Weiterentwicklung, der nächste Abschnitt der Planung im Rheinpark in Hohfeld. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und dann geht auch noch eine ganze Menge in die Stadtteile im Norden, zum Beispiel nach Lahr für Stadtteilprojekte, für Stadtumbau und auch nach Marxloh für das Thema Problemimmobilien. Auch ein ganz wichtiges Thema. Und bei Problemimmobilien, was fördern Sie da, dass die, weiß ich, renoviert werden, dass die abgerissen werden? Das muss die Stadt natürlich im Einzelfall entscheiden. Da kennt die Stadt sich besser aus. Stadt ist ja jetzt gerade dabei und auch sehr erfolgreich, erstmal Häuser auch leer zu ziehen, wo Menschen unter unzumutbaren Zuständen wohnen oder eher hausen müssen, Familien mit Kindern, das halt leer zu ziehen und zu sagen, dieses Haus ist unbewohnbar, ist der erste Schritt. Und dann muss ich eben schauen, was mache ich mit diesem Haus? Kaufe ich es auf zum Beispiel? Renoviere ich es dann? Also lohnt sich das zu renovieren? Oder sage ich auch, weil ich ja auch einen gewissen Wohnungsüberhang in Duisburg noch habe, ich reiße diese Häuser ab und mache auf der Fläche irgendwas anderes Neues. Also das sind Sachen, wo wir jetzt als Land Geld bereitstellen und dann kann die Stadt Duisburg entscheiden, wie sie da weiter vorgeht. Und zwar in der letzten Zeit in den Medien auch sehr oft zu hören, dass sehr viele Wohnungsbauprojekte in unserer Stadt umgesetzt werden sollen. Viele, die ja sogar in ihren Wahlkreis fallen, nämlich zum Beispiel der Rangierbahnhof Wedau. Sie hatten es eben auch schon mal kurz angesprochen. Der Angerbogen 2, der kommen wird. Sind da auch Förderungsmittel von Seiten des Landes dabei? Also wir müssen da zwei Sachen unterscheiden, die aber gleichermaßen wichtig sind. Einmal das Thema sozialer Wohnungsbau. Das fördern wir als Land. Da ist Duisburg auch ganz vorne mit dabei, was das Schaffen von bezahlbaren und eben auch geförderten Wohnungen angeht. Da macht die GEBAG gerade auch eine ganze Menge. Und das ist eine gute Entwicklung. Und dann muss man aber eben auch sagen, ich komme ja aus dem Duisburger Süden, das heißt, da ist Düsseldorf nicht weit entfernt, dass wir auch Wohnraum anbieten müssen für die, die mittlerweile in Düsseldorf sich nicht mehr ihr Einfamilienhaus oder ihre Eigentumswohnung oder was auch immer leisten können, weil der Markt da einfach ein ganz anderer ist als hier bei uns. Und dann muss ich auch freie Flächen zur Verfügung stellen für Einfamilienhäuser zum Beispiel. Jetzt vielleicht noch eine kurze abschließende Frage. In Duisburg soll ein DOC geplant werden, wird von Seiten der Bürger auch sehr heiß diskutiert. Mhm. Gibt es da auch eine Stellungnahme von Seiten des Landes? Soll so ein großes Projekt hier nach Duisburg, soll so etwas nicht umgesetzt werden? Also es gibt bestimmte Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Es gibt einen Landesentwicklungsplan und es gibt Regionalpläne und was auch immer, die da auch Berücksichtigung finden.
Man muss ja auch als Stadt ein Einzelhandelskonzept zum Beispiel dann vorliegen haben und einen Plan haben, wie die komplette Einzelhandelsentwicklung aussieht. Das ist das eine. Grundsätzlich ist es jetzt aber nichts, wo das Land sich großartig einmischt, außer jetzt von diesen grundsätzlichen Fragestellungen mal abgesehen. Und man muss ja auch ganz klar sagen, diese Fläche, wo das DOC hin soll, die gehört ja auch weder dem Land noch der Stadt. Von daher ist es auch erstmal gar nicht unsere Entscheidung, ob da jetzt was hinkommt oder was da hinkommt. Frau Philipp, ich möchte gleich im dritten Teil so ein bisschen über Ihre politische Karriere, über Ihren politischen Werdegang sprechen. Bevor wir das machen, gehen wir mal eben ab zu den Kollegen in die Redaktion. Hier kommen die News, wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück zum dritten Teil von Spruchreif. Bei mir nach wie vor im Studio zu Gast die SPD-Landtagsabgeordnete Sarah Philipp. Frau Philipp, wir haben sehr viel über das Wahlprogramm der SPD zur Landtagswahl gelernt und gehört. Jetzt möchte ich einfach mal von Ihnen wissen, warum engagieren Sie sich so für Politik? Das mache ich jetzt mittlerweile schon fast 20 Jahre. Kommt mir auch gar nicht so vor, aber ist tatsächlich so. Also ich bin 1998 in die SPD eingetreten und man hat ja eigentlich immer so ein Schlüsselerlebnis. Bei mir war es der Bundestagswahlkampf 98, Helmut Kohl gegen Gerhard Schröder. Helmut Kohl war 16 Jahre Kanzler, ich 15 Jahre alt, also ich kannte noch keinen anderen. Und für mich war CDU immer, ja, zu dem Zeitpunkt, aber heute immer noch, das ist immer spießig und konservativ gewesen. Also jetzt nichts, was mich irgendwie politisch oder auch vom ganzen Gesellschaftsbild irgendwie angesprochen hat. Und da war dann die SPD mit ihren Themen, ja, Chancengleichheit, Gerechtigkeit und dann eben auch die Person Gerhard Schröder schon ausschlaggebend, um dann zu sagen, da möchte ich gerne mitmachen und da möchte ich gerne mithelfen, dass die, ja, die Regierung stellen dürfen. Aber das ist ja auf Bundesebene, dass der Gerhard Schröder ja Bundeskanzler geworden ist. Aber wenn man mal anfängt in der Politik, fängt man ja auf nicht nur auf Landesebene, sondern gerade auf Ratsebene oder sogar Bürgervereinsebene an. Mhm. Hatten Sie da schon immer im Sinn, dass Sie irgendwann in den Landtag einziehen? Nee, auf gar keinen Fall. Also das kann man auch schlecht planen. Als ich 2012 für den Landtag kandidiert habe, da war das auch, ja, fast eine Nacht-und-Nebel-Aktion, würde ich mal sagen, weil da hat sich der Landtag sehr plötzlich aufgelöst. Das war ja jetzt keine normale Wahl, turnusmäßig. Und dann muss man sich sehr kurzfristig entscheiden, ob man da seinen Hut in den Ring wirft. Und das habe ich dann eben getan. Aber ich war morgens noch im Büro, also in meinem ganz normalen Job, und habe dann eben die Entscheidung getroffen, okay, ich probiere es und ich möchte das gerne machen. Sie sagten jetzt Nacht- und Nebelaktion. Mussten Sie sich dann trotzdem mit, weiß ich, Freunden, Familie und so weiter besprechen oder haben Sie selbst entschieden und das dann doch sehr spontan gemacht? Nein, ich habe schon einige, ich war zu dem Zeitpunkt beruflich unterwegs, ich war leider gar nicht zu Hause. Das heißt, da haben die Telefone, die Telefondrähte heiß geglüht. Und ich habe mich da natürlich schon mit meinem persönlichen Umfeld auch abgestimmt, weil das ja schon auch, ja, sehr aufwendig ist, so einen Wahlkampf zu machen, seinen Job zu riskieren. Von daher sollte man da... Das könnte jetzt auch sein, wenn Sie nicht gewählt sind. Das könnte jetzt auch sein, genau. Was passiert Ihnen dann schlimmstenfalls? Dann schreibe ich ab 15. Mai wieder Bewerbungen. Also ich habe kein Rückkehrrecht oder keinen ruhenden Arbeitsvertrag. Von daher gucke ich mal, was am 15. Mai dann morgens für mich ansteht. Also auch immer mit einem Risiko behaftet. Ja, auf Politik. Jeden Fall. Also das muss man schon wissen. Deswegen ist das jetzt auch nicht so, dass man da einfach so leicht, bei mir war es zumindest nicht so, diese Entscheidung trifft. Und ja, man setzt da schon auch eine ganze Menge eigentlich aufs Spiel. Hätten Sie auch gerne Ratsarbeit gemacht hier in unserer Stadt? Stand auch mal im Raum. Das war aber zu einem Zeitpunkt, da kam ich gerade von der Uni, also hatte gerade mein Examen in der Tasche und war ganz glücklich über meinen ersten Job und dann den ersten Job zu machen mit einem befristeten Vertrag natürlich, wie das heute leider oft der Fall ist, und dann zu sagen, okay, ihr müsst mich freistellen, ich muss heute um 15 Uhr im Arbeitskreis in Duisburg sitzen, das hat nicht funktioniert. Deswegen hätte ich es gern gemacht, aber zu dem Zeitpunkt war das einfach nicht machbar für mich. Wie sieht so ein Arbeitsalltag im Landtag aus? Also ich hatte mal das große Vergnügen, tatsächlich den Landtag zu besuchen, aber wie sieht Ihr Arbeitsalltag da aus? Ja, das Schöne ist, und deswegen mache ich es auch so gerne, das ist jeden Tag anders. Und wenn ich morgens aufstehe, weiß ich oft noch nicht, was der Tag so bringt. Das erklärt sich dann oft, wenn ich einen Blick in die Zeitung geworfen habe, was so anstehen könnte. Aber ich bin zum Beispiel montags fast immer in Duisburg unterwegs und mache Wahlkreistermine. Dienstags ist immer Fraktionssitzung, also da kommen dann alle SPD-Abgeordneten zusammen, da wird dann die Woche geplant, da ist die Ministerpräsidentin, da ist der Fraktionschef, und dann werden Wochen geplant. Wenn Plenarsitzungen sind,
müssen wir im Büro Plenarreden vorbereiten. Ich muss mich auf Besuchergruppen vorbereiten, auf Termine mit Gesprächspartnern aus meinem Bereich Bauen, Wohnen. Und ja, es ist einfach eine ganze Menge. Und deswegen kann man jetzt gar nicht so sagen, das mache ich an dem Tag oder das mache ich an dem Tag. Dann sind Sie ja mitten auch im Wahlkampftrubel. Sie selber sind an Ihren Ständen der SPD anzufinden. Sie haben aber auch so Formate, die nennen sich diskutierbar und ansprechbar. Mhm. Worum geht's da? Also uns ist einfach wichtig, oder mir ist wichtig, dass ich jetzt nicht 3-4 Wochen vor der Wahl auf einmal so wie Kai aus der Kiste auf der Straße rumlaufe und mich den Leuten zeige, sondern wir haben schon die letzten 5 Jahre kontinuierlich einfach auch das Gespräch mit den Bürgern gesucht. Das kann man in Form einer Ansprechbar machen. Das ist so eine Art rollender Infostand. Also ich stelle mich dann zusammen mit meinen Ortsvereinen aus dem Wahlkreis in irgendeine Einkaufsstraße oder an irgendeinem Punkt, wo viele Leute vorbeikommen, und biete einfach das Gespräch an. Das kann man mit Currywurst sein, das kann man mit einem Kaffee sein. Weil ich immer der Meinung bin, mit ein bisschen Essen und Trinken kommt man leichter ins Gespräch. Und das hat sich, glaube ich, auch ausgezahlt. Also ich halte nichts davon, sich 4-5 Jahre im Parlament zu verstecken und dann halt rauszukommen und zu sagen, bitte wählt mich wieder. Dann hoffe ich, dass viele Duisburger Bürgerinnen und Bürger ja sowohl die diskutierbar als auch die ansprechbar annehmen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Frau Philipp, ich wünsche Ihnen ganz neutral alles Gute, drücke Ihnen die Daumen und ja, wer weiß, hoffentlich sehen wir Sie dann wieder im Landtag in NRW. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war Spruchreif für diese Woche. Schauen Sie wieder rein, kommende Woche zur gewohnten Zeit. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss, Servus, bye bye.